Jonas, heißt es eigentlich Dune oder Dune? Das heißt Dune. 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 Okay, und jetzt ernsthaft, wie heißt es wirklich? Also die einen sagen, es heißt Dune und die anderen sagen, es heißt Dune. In den Filmen wird ganz oft von Dune gesprochen, mhm. aber es gibt auch Leute, die Dune sagen. Das eine ist halt eher amerikanisches Englisch, das andere ist eher gar kein Englisch. Das hört sich ja wie Doom an. Doom. Doom. Sag mal, bist du Doom? Bist du Doom? Bist du Dune? Ist denn, wofür steht Dune? Dune. Düne. Heißt es Düne tatsächlich? Ja. Ja. Weil Frank Herbert hat sehr ja. viel Dünenforschung betrieben, das tatsächlich. Stimmt. Da kam mir die Idee, ja. Verrückt. Ist denn, sind denn die Cool Kids die, die in Wahrheit Arrakis sagen? Komm, wir gehen ins Kino und gucken Arrakis. Nee, du musst das R rollen. Also Arrakis. 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 Lisan Al-Gaib. Wie geht's euch? Schön, dass ihr aus dem Urlaub zurück seid, ihr beiden. Ich war gar nicht im Urlaub. Ich war im Urlaub. Aber Markus war im Urlaub. Ich war auch auf einer Dune. Ich habe eine kleine Dune in Ostfriesland gesehen, tatsächlich. Ach, wie schön. Ja, ne? Und hast du auch dort Dune gesehen im Kino? Nee, ich habe Dune hier im Kino gesehen, tatsächlich. Aber quasi an meinem vorletzten Urlaubstag. Ich sag, ich muss da rein, ich muss da rein. Ich war mir nämlich bei dem Kino, was es dort vor Ort gab, nicht sicher, ob die Qualität ausreicht. Ja. Kann ich verstehen, aber nichts gegen die Ostfriesen. Die haben bestimmt, auch wundervolle Kinos. Keine Erfahrungswerte mit dem Kino in Wilhelmshaven. Ja. Keine Ahnung. Und bei so einem Film lieber keine Experimente. Genau. Ja, heute sprechen wir über Dune. Wir sprechen über die Schwächen des Films. Und wir sprechen außerdem, wenn die Zeit noch reicht, und sie wird sicherlich reichen, über Star Wars Visions und vielleicht sogar über das neue Soprano-Spin-off The Many Saints of Newark. Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts, wobei manchmal wird's ja auch dumm und dümmer, denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit Bild, da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Und übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Hallo Zuhörer und Zuhörerinnen, hier sind Jonas, Marius und Alper aus der Zukunft. Eine kleine Warnung, wir werden spoilern. Falls ihr Dune also noch nicht gesehen habt und noch unbedingt sehen wollt und euch nicht spoilern lassen möchtet, dann schaut doch oder hört doch einen anderen Podcast von uns. Jonas, wir beide haben den Film ja schon zu Genüge besprochen in einem unserer letzten Podcasts und auch in einer Kritik auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Und in mehreren Specials. Und in mehreren Specials. Und auf Instagram und Twitter und was weiß ich wo. Folgt uns da übrigens. Marius, wie fandest du ihn denn? Also, Dune ist für mich keine 10 von 10, aber ein unfassbar spektakulärer Sci-Fi-Kracher. Mhm. Mit einer der Filme des Jahres. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie aber eine 11 von 10. Nee. Er hat ein paar Schwächen und sowas, aber das ist auch viel, viel Nitpicking jetzt hier. Nitpicking. Mhm. Auf einer 72er-Skala wäre ich so bei einer 68. Mhm. Tatsächlich. Das gelandet. Ist doch schon sehr hoch. Das ist sehr hoch. Ist ein geiler Film gewesen. Also, es wäre so eine 9,6 von 10. Ja. Nee, auf jeden Fall großartig. Ich habe mir super viel Spaß gemacht. Mhm. Und ich freue mich darauf, ihn auseinanderzunehmen. Hattest du das erste Buch gelesen? Ich hab's mal angefangen gehabt und hab gesagt, komm, bis der im Kino läuft, hast du das Buch durchgelesen? Aber ich bin irgendwo bei der Hälfte gelandet ungefähr. Also ja, dann hast du ja gespoilert. Genau. Ich wusste sowieso, was im Film ist, aber ich habe das 84er-Ding von David Lynch gesehen. Also würdest du sagen, wir haben eigentlich ganz interessant, ne? Wir haben heute drei Wissensstände hier vertreten. Wir haben einmal Jonas, der ist ja höchstpersönlich von Frank Herbert, dem Autor, als Dune-Profi schlechthin auserkoren worden. Nein, aber gezeugt worden. Gezeugt worden. Nein, aber du bist zumindest jemand, der Dune viel gelesen hat. Mhm. Die 5, 6 Bücher von Frank Herbert. Ich bin der Lisan Al-Gaib von CSB. Oh <Gott. lacht> Alper ist der, na, der Leto Atreides. Ja. Oh, danke. Und Marius ist Baron Harkonnen. Also, wir haben aber tatsächlich so drei Wissensstände quasi vertreten. Ich habe ja auch das erste Buch gelesen. Und ich möchte heute mit euch über Dune sprechen. Und vor allem auch jetzt, wo der Film gestartet ist, habe ich das Internet durchforstet und mal geguckt, was so ja, die Allgemeinheit von dem Film denkt. Und habe mir sämtliche Schwächen aufgeschrieben. Oh. Die habe ich euch ja schon im Vorfeld so ein bisschen mitgegeben. Und ich würde gerne mit euch über die Schwächen von Dune sprechen. Kurz davor noch, was mir auch extrem aufgefallen ist bei dem Feedback bei unseren Videos und sowas. Ich habe das Gefühl, dass bei dem Film
Mitteilungsbedarf bei ganz vielen Leuten wieder richtig hoch ist. Ja. Das letzte Mal hatte ich das so bei Game of Thrones. Ich habe irgendwie das Gefühl, jeder will über diesen Film reden. Das ist wirklich ein krasser Hype, das stimmt schon. Am Starttag hat der Film nämlich auch 35 Millionen US-Dollar eingenommen in 24 Ländern. Das klingt vielleicht so, wenn man sich mit den Zahlen Hollywoods und so weiter auskennt, nach nicht so viel, aber das ist eine ganze Menge. Allein in Deutschland hat er 5 Millionen Dollar eingenommen. Und 10% dieser Einnahmen sind übrigens aus IMAX-Kinos. Fand ich auch sehr interessant. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie extra weit gefahren sind, um das Ding im IMAX zu sehen. Ja. Gerade in den 6, 7 IMAX-Kinos, die es so in Deutschland gibt, dass man da wirklich weite Strecken auf sich nimmt, um den da zu sehen. Freut mich persönlich sehr. Ja, aber das andere ist ja blöd, dass der überall nur in 3D-IMAX läuft und nicht in normalem IMAX. Das ist natürlich auch noch so. Nämlich sonst wäre ich auch irgendwo hingefahren. Hat jemand in 3D gesehen generell? Nein, ich nicht. Ich habe ja auch, muss nicht sein. Und vor allem interessant ist auch, erst in 5 Wochen startet er in den USA. Das heißt, da hat man noch nicht mal die Meinung der breiten Masse. Das ist weird bei so einem Film. Noch weirder, in Australien startet er erst im Dezember. Aber Dezember noch, offenbart sich gerade eine Bildungslücke. Ist es im Dezember in Australien Winter? Ist das Weihnachten? Sommer. Nee, Sommer, ne? Sommer. Ja, genau. Weil ich mir gerade dachte, wie witzig muss das sein, da mitten im Schnee zu sitzen und Dune zu gucken. Nee, die haben ja richtig, ich glaube, das ist versetzt. Sommer dann quasi. Oh, da gibt es bestimmt auch so Special-Kinoreihen, so Outback-Cinema. Und dann kannst du so Filme im Outback anschauen. Das ist bestimmt voll geil. Ja, neben Kängurus. Nice. Ja. Gut, es war ganz schön Stereotyp, was wir gerade hier gesagt haben, aber ist ja nicht schlimm. Aborigines und Bumerang. Kängurus. Das ist dir gerade das Wort Bumerang nicht eingefallen. Nee, ich wollte das Geräusch machen von dem Didgeridoo. Also ich dachte, du wolltest einen fliegenden Bumerang machen. Ach, das war ein Didgeridoo. Okay. Muss ein bisschen growlen. Bei Dune hatte ich ja auch das Gefühl, dass die stellenweise bei manchen Sounds auch Didgeridoos mit eingesetzt haben, so verzerrt und sehr tief. Das hat sich saugeil angehört. Dudelsäcke tatsächlich auch. Ja. Also nicht nur im Bild, sondern auch im Sound. Stimmt, ja. Aber hattet ihr auch so Eltern, die sich selber Didgeridoos gebaut haben? Nein. So bitte was? Jonas, okay, die Geschichten vom Dorf. Deine Eltern haben sich Didgeridoos gebaut? Also mein Papa. Okay. Schreibt mal in die Kommentare, aber ob das euch auch schon funktioniert? Bei der Familie ist. Ja, es hat funktioniert, aber das waren Didgeridoos aus so diese Abflussrohre, die man sich im Online kaufen kann. Also hier wie die kennt ihr die Blue Man Group? Ja, klar. Ja, das noch, da war ich auch mal. Das machen die auch so mit. Du warst in der Blue Man Group? Ich war auf der Bühne. Wie alt warst du? Das ist gar nicht so lange her. Über 20 auf jeden Fall schon. Ach, du warst über 20? Ach so, wie cool ist das? Ja, die holen Leute auf die Bühne für Aktionen. Dann haben die. Ich bin da reingesucht. So, ich mag die total. Ja. Ich finde die mega witzig. Ja, fand ich super geil. Ja. Also klar, ist das so irgendwie antiquiert, aber ich finde es eigentlich total witzig. War cool. Ich will Marius übertrumpfen. Ich habe nämlich eine coolere Blue Man Group Geschichte. Ich habe nämlich die Blue Man Group in New York City gesehen. Oh, das ist so. Ich habe Batman im IMAX gesehen. Du bist in New York City und hast dir die Blue Man Group angesehen? Ich war in Blue Man City. In New York City, als die Blue Man Group da auch war. Und da hat sich meine Mama gedacht, die kein Didgeridoo gebaut hat, die hat sich gedacht, okay, komm, dann gehen wir da hin und gucken uns das an. So gibt es bei Didgeridoos nicht diese Atemtechnik, dass man so unglaublich lange den Ton einziehen kann, indem man durch den Mund ausatmet und durch die Nase ein und das ist tatsächlich nicht nur bei Didgeridoos so, das ist bei allen Blasinstrumenten so. Es gibt so Leute, die haben diese Atmung, die können durch die Nase ein und durch den Mund aus. Das habe ich mal versucht, ich habe es nicht hinbekommen. Übungssache. So, und damit kommen wir zurück zu Dune. Ich weiß nicht, wie wir den Bogen so weit überspannen konnten. Ich würde vorschlagen, dass ich einfach mal anfange. Ich habe, wie gesagt, diese wunderschöne Liste ausgearbeitet und ich habe sie sortiert in 3 Bereiche, von denen einer viel größer ist als die anderen beiden. Vielleicht fangen wir mal mit dem Audiovisuellen wirklich an. Mhm. Ich finde es krass, weil für mich ist Dune ein visuelles Meisterwerk. Also die Kameraarbeit und das gesamte Visuelle des Films hat mich persönlich erschlagen. Aber da gab es doch ein bisschen Kritik. Und ich würde mal damit anfangen, über die schwer verständlichen Dialoge zu sprechen. Ja. Marius, du sagst direkt schieß los. Also teilweise war es etwas unverständlich gesprochen, was da kam. Und so, was hat er gesagt? Was meinte er? Und zwar so ein bisschen so in sich hereingesprochen alles. Kurz, nicht alles ein paar Sätze. Kurze Zwischenfrage, hast du mal auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Sogar auf Deutsch so. Okay. Ach so. Es gab leider, da als ich reingehen wollte, tatsächlich nur die deutsche Version. Mhm. Aber selbst da war es, was hat er gesagt? War ein bisschen schwierig.
Ich find's ganz witzig, weil das ist so eine Sache, die Christopher Nolan zum Beispiel immer wieder vorgeworfen wird, gerade auch in Tenet. Also in der deutschen Synchro damals nicht so viel wie im Original. Da wurde ihm dauernd vorgeworfen, dass alles so dröhnt und kracht und wenn dann Leute sprechen, also dass diese Range, man spricht ja da auch von diesem Dynamikumfang, von der Dynamic Range, also dass gerade im Kino so die lauten Sachen, die Explosionen und so weiter, die sollen einfach maximal laut sein und dann so ein Geflüster soll sich wirklich anfühlen wie ein Geflüster und sehr leise sein. Wenn dann so Filme dann irgendwie fürs Fernsehen abgemischt werden oder sowas, dann führt das oft dazu, dass man immer wieder lauter und leiser schalten muss. Das liegt ja daran. Und ich glaube, also, soweit ich weiß, sind Villeneuve also der Regisseur von Dune, Denis Villeneuve und Christopher Nolan, enge Freunde. Und die teilen sich, glaube ich, so ein bisschen auch diese Einstellung, dass man als Zuschauer aktiv zuhören muss, soll, um die Figuren zu verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Oder wisst ihr, wie die das meinen? Also Nolan hat das wirklich immer so gesagt. Nicht gesagt, aber so ungefähr umschrieben, genau. Ich weiß nicht, ob ich das auch so sehe. Ich fand das aber in Dune tatsächlich gar nicht so. Aber wir können das nicht 100% objektiv beurteilen, weil wir den Film mit Untertitel gesehen haben. Und ich habe ihn sogar zweimal mit Untertitel gesehen. Ja. Und das ist ja einfach kein Vergleich, wenn du einfach noch mal nachlesen kannst, was hat er gerade gesagt. Ja. Ich glaube sowieso, wenn du keine Ahnung von Dune hast und guckst dem im O-Ton und kriegst diese ganzen Begriffe um die Ohren gehauen, das könnte schwierig werden. Und genau das ist halt was auch viele sagen, dass unabhängig von der Abmischung und wie das alles klingt und so weiter, dass man das auch einfach nicht versteht, weil einfach zu viele Dune-Wörter darin gedroppt werden. Du bist halt erstmal damit beschäftigt, überhaupt in dieser Welt anzukommen und zu verstehen, dieses ganze komplexe System der verschiedenen Häuser quasi. Ja. Und ich kann es gleich sagen, also das wird sich auch im Inhaltlichen auf viele Punkte so auch übertragen. Das ist im Buch nicht anders. Nee, da wird sehr viel erklärt und es gibt sehr viel Kultur. Also die Fremen haben ja eine reichhaltige Kultur und da gibt es einfach super viele Worte für bestimmte Sachen. Ja, aber die werden ja gerade nicht erklärt. Aber du hast aber im Buch hinten das Glossar, wo alles erklärt wird. Ja, gut. Aber also ich zähle tatsächlich nicht zu den Menschen, die dann ständig irgendwie nach hinten blättern. Ich hasse es zu blättern, tatsächlich. Aber ich mach's. Ich hab's bei Dune gemacht, tatsächlich, ja. Ja, aber selbst da, also dann da wird die ganze Zeit von Butlers Dschihad gesprochen im Buch und du blätterst dann nach hinten und liest da so 5 Zeilen vielleicht und dann fragst du dich ja immer noch, hä? Was soll das bedeuten? Also bei mir war es zumindest so. Ja. Aufstand der Hausangestellten, was? Ja, genau, sowas. Hä, was ist da los? Und von daher, ich kann diesen Kritikpunkt schon auch ein Stück weit verstehen. Mhm. Oh, das wäre ein cooles Batman-Spin-off, Butlers Jihad. Und das ist dann Alfred, der. Ja. Ach so, Alfred geht zum IS. Yes, ja. Alfred. Geht zum IS. Alfred geht zum IS. Der deutsche Titel, ey. Ja. Oh Gott. Wie fandet ihr denn die Musik? Genau darauf wäre ich jetzt auch eingegangen, von Hans Zimmer. Hansi. Ja. Ich mochte die sehr, aber die ist halt so sehr, das ist halt so ein Klangteppich, ne? Es ist halt so total sphärisch und langgezogen. Ich liebe die Musik. Ich hab immer meine Freundin hat mich ausgelacht, weil ich zum Spülmaschine ausräumen habe ich dieses Thema von Haus Atreides gehört. Ich habe mich direkt richtig awesome gefühlt, als mich 5000 Männer mit ihren Dudelsäcken angeblasen haben, während ich die Tasse aus dem oberen Fach rausgenommen habe. Hat mich gefragt, ob Jonas das überhaupt irgendwas auf seiner Liste mitbringt für die Kritik, weil du bist ja der absolute Fan von diesem Film. Ja, ich hab so ein paar Sachen, aber auch eher so aus der Warte von anderen Leuten, wo ich mir so gedacht habe, so, okay, wenn ich jetzt so wäre, fände ich das und das nicht gut. Ja, aber weißt du, was zum Beispiel Villeneuve auch in Blade Runner 2049 und auch in einigen anderen Filmen immer wieder vorgeworfen wurde, ist nämlich, dass so das gesamte Design des Films und insbesondere auch die Locations, also dieses gesamte Set-Design, dass das alles so immer dieses eintönig ist und langweilig. Graue Kostüme tragen alle. So und minimalistisch. Ja. Die Räume sind riesig und da fühlt sich das null so an, als hätte da darin wirklich jemand gelebt. Aber ist das nicht immer vorgeworfen? Genau passend, weil wir reden ja von dystopischen Ausmaßen eigentlich schon, dass dieser Brutalismus in der Architektur und diese Eintönigkeit, dass es halt genau dieser gefehlende Individualismus einfach ist. Stimme ich zu, absolut. Ja. Und mehr noch, man muss ja auch bedenken, Haus Atreides zieht ja auf diesen Planeten und leben da nur ganz kurz, bis alles sich da entfaltet. Also, dass da irgendwie alles noch nicht. Das aber ergibt ja auch Sinn. Wer hat das gebaut? Haben es ja Akon gebaut auf Dune? Oder
Die Stadt? Die Stadt. Boah, so die Nein, aber das bin ich auch nicht. Das ist ja die Frage, Palast. Weil die auf dem Harkonnen-Plan sieht es ja auch anders aus. Da haben wir ja auch hier sehr schön High-Giga-Anspielungen vom Originaldesign mit drin. Sieht ja schon anders aus, ne, als die Wüstenbauten. Sollten wir vielleicht erklären, H.R. Giger ist derjenige, der, also ein Schweizer Künstler, der auch ganz bekannt ist für sehr weirde Kunst, der auch das Alien aus Alien designt hat, zum Beispiel. Die sind ja quasi verwandt. Ja. Ne? Es sollte ja erst Dune geben von Jodorowsky. Jodorowsky natürlich, ist nicht entstanden und man hat tatsächlich Designs übernommen in Dune und die sieht man auch in Prometheus zum Beispiel. Genau. Übrigens, Jodorowskis Dune von 2013, glaube ich, sollte man wirklich mal gesehen haben. Ist cool, ja. Ich finde es aber. Also, das ist nicht der Dune-Film, sondern die Dokumentation über die Produktion dieses Films. Der Film, der nie entstanden ist, genau. Ja. Ich muss aber sagen, diese eine Schwäche, dass das alles so minimalistisch ist und so ein bisschen kühl vielleicht wirkt, kann ich nicht ganz teilen, weil ich finde, man hat schon bei David Lynch Dune, bei den Jodorowsky, bei den Zeichnungen, die man gesehen hat, den ganzen Concept-Art-Sachen und bei der TV-Serie, hat man schon das komplette Gegenteil bekommen. Ja. Einfach dieses komplett übertriebene, bunte, schrille, trashige. Ja. Und da fand ich das mal eine willkommene Abwechslung, weil ich konnte die anderen beiden Filme auch nie so 100% ernst nehmen. Ich fand es irgendwie cool. Das war so ein bisschen wie das fünfte Element, wo halt alles so ein bisschen abgespaced ist. Ja. Aber das hatte eher so ein war ein bisschen geerdeter. Absolut. Deshalb fand ich die Verfilmung. Ich muss den Film schon wieder in Schutz nehmen in dem Schwäche-Video hier, was die Schwächen von dir. Ich aber dafür sind wir da. Fand, also auf Dune selber, die Stadt ja so, ja, minimalistisch tatsächlich, fand ich die, was man so ein bisschen vom Imperium gesehen hat und von House of Con, tatsächlich ein bisschen interessanter einfach, aber ich fand es für so Wüstenbauten einfach passender. Mhm. Also wie es da aufgebaut ist. Ja. Also ganz klar die Anleihen aus ähnlichen Kulturen, aus der wahren, aus der Realität, die ja nicht zu verkennen. Und ich finde, das hat schon so gepasst. Finde ich auch. Zumal auch gerade was die Kostüme zum Beispiel angeht. Also, dass beispielsweise die gesamten Bewohner von Arrakis, den Distillanzug tragen, mit dem man sich ja auch zum Beispiel in der Wüste verstecken muss. Klar hat der diese Farben und sieht gleich aus. Auch, dass die Leute aus dem Hause Atreides irgendwie alle ungefähr dasselbe tragen, so dieselben Farben und so weiter, finde ich auch völlig natürlich. Die Harkonnen sehen ja komplett anders aus, oder die Bene Gesserit. Es soll ja auch dieses Zugehörigkeitsding sein. Dass die schreien ja auch als Kriegsschrei den Namen des Hauses quasi. Natürlich. Das ist so ein bisschen so schottenmäßig. So, das kriegt Gänsehaut. Ja. Das gehört sich ja auch irgendwie so. Also, wenn er jetzt jeder rumlaufen würde, wie er wollte. Also. Dann hast du den vielleicht den Dune von Lynch irgendwann. Aber wie treten wir jetzt hier eigentlich auf als die großen Verteidiger von Dune oder reden wir ganz offen darüber? Soll ich mal was sagen? Ja, bitte. Jetzt mal ernsthaft. Was ich an dem Film ein bisschen bemängele. Boah, sorry, ich bin gerade irgendwie bei Dr. Mengele. Du auch bei Josef? Ja, ich nicht. Ich dachte mir, du sagst das ja ganz korrekt, aber trotzdem, dieses L klingt so, als wäre das dein Dialekt aus dem Schwarzwald. Ja. Ich fand nämlich eine Sache ein bisschen schade, aber das liegt einfach daran, also die eine große Schwäche von dem Film ist halt, es ist halt der erste Teil von einem Film und viele Sachen wurden halt einfach so in der Mitte jetzt abgeschnitten. Das heißt, ich hätte es eigentlich noch schön gefunden, wenn man bei dem Film zumindest irgendwie kurz gesehen hätte, was passiert eigentlich mit Gurney Halleck, also dem Heermeister des Hauses Atreides, der von Josh Brolin gespielt wird. Oder was ist mit Tufir Hawat, dem Mentat? Ja. Was ist mit denen passiert? Das fand ich so ein bisschen schade. Und auch fand ich so ein bisschen eine vertane Chance, das hatte ich auch schon in meiner Kritik gesagt, dass man in Arrakeen sieht man ja relativ wenig Leute. Ja. Und dann wird die Stadt plötzlich zerstört und du siehst einfach nur, wie die Stadt zerstört wird. Ich hätte es irgendwie noch toll gefunden. Das finde ich toll, wenn man so ein Schnittbild gesehen hätte, dass halt die Bevölkerung gerade stirbt, dass die gerade eine Hauptstadt platt machen, wo so und so viel tausend Leute drin wohnen. Da fehlt so ein bisschen noch der emotionale Impact. Also man hätte den Impact einfach noch ein bisschen größer gestalten können. Da möchte ich sogar noch einen Schritt vorgreifen. Ich finde, man hätte generell Dune ein bisschen härter darstellen können, also wie es da ist, zu überleben. Ja, genau. Also, das ist auch tatsächlich ein Kritikpunkt, der immer wieder, damit kommen wir so ein bisschen zu dem Inhaltlichen jetzt, der wird immer wieder herangebracht, dass nicht ganz klar wird, wie wertvoll Wasser eigentlich auf Dune ist. Und ich finde, da unterscheidet sich der Film schon auch sehr stark vom Buch, weil im Buch ist das wirklich auf jeder zweiten Seite ein Thema. Ich meine, deswegen die Anzüge, weil so wirken die ja so ein bisschen freaky. So, deine ganze Körperflüssigkeit, das trinkst du. Also, es wird auch ein bisschen erklärt, als der Dude die Palmen gießt.
Das stimmt. Das wird so ansatzweise erklärt, aber im Buch ist es halt wirklich so, Wasser ist so wichtig, ist so wichtig. Spice ist eigentlich gar nicht so wichtig für die Leute. Wasser. Aber sagen wir mal so, ich habe nicht die Hitze gefühlt beim Absolut. Schauen. Das ist es. Und das können Filme schon eigentlich. Und das ist halt dieser Unterschied zwischen Show, Don't Tell. Du musst, solltest das als Filmemacher zeigen. Ich meine, da hat ja nicht mal jemand geschwitzt. Du siehst ja nicht mal eine Figur schwitzen. Tufir Howard hat geschwitzt. Tufir Howard, der einmal kurz schwitzt. Ja, und dann mit dem Schirmchen rumläuft. Stimmt, aber so vielleicht irgendwie zeigen, dass Leute auch wirklich in der Hitze sterben. Und zwar am laufenden Band, dass das eine Sache ist, die da laufend passiert. Ja, halt auch dieser Punkt, als es darum geht, oh, wir machen jetzt die Tore zu, beziehungsweise die Fenster zu, jetzt wird es zu heiß, aber dann Umschnitt, ja, läuft draußen rum. Ja. Und Moment, der ist da völlig fremd in dieser Welt. Ja. Das war Warum haben die denn keine Klimaanlagen? Ja, aber das war halt draußen rum, ich dachte halt so, okay. Jetzt heißt es auch wirklich, jetzt geht kein Mensch mehr raus, weil es einfach unerträglich heißt, es lohnt sich nicht. Und der spaziert da rum und der gießt halt die Palmen in der Mittagshitze. Und der hat keinen Sonnenbrand bekommen. Unrealistisch. Ja, aber auch so eine Sache ist, dass zum Beispiel, wenn Stilgar da reinkommt zu den Verhandlungen mit, also der Freme, Javier Bardem, mit den, zu den Verhandlungen mit Leto Atreides, der spuckt ja auf den Boden. Und bei den Fremen ist es ja deswegen so eine große Geste des Respekts, weil deine Körperflüssigkeiten so wertvoll sind, weil Flüssigkeiten in jeder Form einfach so unheimlich wertvoll sind. Und deswegen ist es einfach wirklich so einen Haufen zu spucken, ist eine Riesengeste. Und ich finde, im Film wird das nicht klar. Das wirkt so mehr wie einfach so eine seltsame Geste von irgendeinem fremden Volk. Jason Moore erklärt es ja so ein bisschen, ne? Versucht es dann. So. Er sagt, das ist Respekt. Ja, aber, ja, genau, ja. Aber mehr auch nicht. Ja, ja, ja. Da hat es nämlich zum Beispiel die Serie, hat das besser hinbekommen. Mhm. Die ist ja sehr nah am Buch geblieben. Da gibt es halt auch so eine Szene, die kommen da an und da gibt es so einen Brunnen und die Leute waschen halt ihre Hände, die zu Atreides, zu dem Haus Atreides kommen, die waschen ihre Hände und werfen dann quasi so das Handtuch auf den Boden. Und dann kommt halt so eine Bedienstete, nimmt dieses Tuch auf und schenkt draußen vor den Toren quasi dieses Wasser noch an die Leute und verdient damit so ein bisschen Geld. Ja, so ein bisschen kommt es ja rum, wenn Jessica und Paul durch die Wüste laufen und dann so, ja, du bist wertvoll für uns. Strip-Review. Kurzer Strip. Das muss ich schon erklären für alle, die nur zuhören, was gerade passiert ist. Alper ist zu warm geworden beim Reden über die Hitze von Dune. Und, ja. Kurz vergessen, dass die Kamera auf uns gerichtet ist. Kurz bei YouTube rein und seht das. Körper gesehen. Ich sehe schon die Timestamps. Wir können euch jetzt weigern, das rauszuschneiden. Die Timestamp-Legende wird das auf jeden Fall markieren. Ja. Das ist jetzt der neue verbotene Podcast. Wenn sie da hinkommen und sagen, okay, du bist jung, du kannst dich noch anpassen, aber die Frau ist zu alt, aber wir können ihr Wasser noch verwenden, ne? Das ist halt auch, merkt man noch, wie wichtig es ist, aber es wird tatsächlich, es wird erzählt, nicht gezeigt. Genau, es wird immer erzählt, es wird nicht gezeigt. Vielleicht wird das ja auch eher was für den zweiten Teil, deshalb, vielleicht gibt es irgendwann auch so einen Zusammenschnitt, wo der dann quasi Denis Villeneuve dann auf der Blu-ray oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten dann beide Filme als einen zusammenschneidet, wo dann auch nicht Part One steht und wo das alles ein bisschen genauer wie beim Paten. Ja. Vielleicht, ja, wer weiß. Hm. Genau im selben Tenor wird aber oft auch vorgeworfen von vielen Leuten, die das Buch zum Beispiel nicht gelesen haben oder sich auch sonst mit Dune nicht gut auskennen. Man checkt angeblich oft, also viele haben nicht gecheckt, wieso Spice so wichtig ist, wie wichtig Spice ist und vielleicht sogar ein Stück weit, was Spice überhaupt genau ist. Es wird nicht erklärt, dass es das ist ja ein Produkt von den Sandwürmern. Mhm. Das wird, glaube ich, nicht erklärt, wenn ich mich recht entsinne, oder? Im Film? Nee. Wird nicht erwähnt. Spice ist einfach, liegt da in der Wüste und ja, ist das stimmt. Das wird die Wichtigkeit, wahrscheinlich im zweiten Teil erklärt. Wie war das denn beim 84er? Und da sieht man ja auch, gut, das ist halt viel geraffter, da sieht man ja auch die Navigatoren. Ja, wie freakig die sind. Richtig freakig da sind, genau. Also das hätte man vielleicht mal ein bisschen zeigen können. Also, ja, ist wichtig für die Navigatoren. But why? Jonas und ich haben darüber diskutiert. Es gibt diesen kurzen Moment, in dem man wahrscheinlich Navigatoren sieht. Ja, ich habe nochmal drauf geachtet. Genau. Ja, genau. Also mit diesen orangen Helmen und diesen relativ Helmen. Du weißt aber halt auch nicht, ob das die Navigatoren sind oder ob das die Bediensten der Navigatoren sind oder ob das die Anwärter sind. Das ist ja eher so ein Ding, ich denke mal, das kommt alles im zweiten Teil dann auch so, dass man die sieht, aber auch mehr Imperium bitte. Mhm. Also das ist so, okay, absolut. Das ist so ein bisschen wie Star Wars halt, ne? So von wegen, es gibt noch im Hintergrund noch so einen Imperator, so einen Kram, aber den sieht man ja kein einziges Mal in Dune. Genau, und das so, ich will einen fucking Imperator sehen, Mann. Ja. Ich fand's auch witzig, dass er in der David Lynch-Verfilmung eher so ein Lakai war von der Raumfahrergilde. Mhm. Stimmt. Ja. Stimmt. Und da bin ich mal gespannt, wie sie den darstellen.
Also. Ja. Absolut. Wer wird's? Ja. Was ist euer Tipp? Wer wird der Imperator? Boah. Schauspielertechnisch. Adam Sandler. So, also jemand, wie nicht mehr gut vorstellen könnte, wäre Ben Kingsley. Könnte ich. Oh, nee, kann ich nicht mehr ernst nehmen. Nee. Wen könntest du dir denn vorstellen, Jonas? Wenn ihr mit Ben Kingsley schon nicht so einverstanden seid. Ganz ehrlich, wenn es Oscar Isaac nicht als Leto Atreides gemacht hätte, ich hätte mir auch gut als Imperator vorstellen können. Oscar Isaac? Ja. Nee, ich ist nicht. So nett. Ich obwohl, er kann auch schon mal den Bösewicht gespielt, den X-Men, ja. Apocalypse. In Apocalypse hat er gespielt. Und Ex Machina. Ja. Ex Machina, ja. Hayden Christensen. Hayden Christensen. Einfach, wow. Weil er Dune hasst, weil es voller Sand ist. Also, jetzt mal ernsthaft. Ihr sagt, seid schockiert, dass ich Ben Kingsley sage und dann bringt ihr Hayden Christensen. Michael Fassbender. Ist doch viel zu jung, oder? Für die Rolle. Ich stelle mir den Imperator etwas älter vor. Ja, so jung ist er jetzt auch nicht mehr. Ja, aber ich habe mir auch Leto Atreides Viggo Mortensen älter vorgestellt. Okay. Viggo Mortensen? Nee, kann ich. Also, ich sehe den auch nicht. Nee, der ist mir einfach zu sympathisch. Ja, der ist mir auch. Ja. Der ist sympathisch. Werner Herzog. Das ist eine gute Wahl. Ja, den sehe ich da komplett. Der hat auch schon Wüstenerfahrungen mit dem Mandalorian. Und mit die Wüste. Königin der Wüste. Königin der Wüste, ja. Genau. Genau. Ja. Naja, gut. aber in dem Zuge, das wird auch immer wieder vorgeworfen, dass man das nicht versteht, wer eigentlich der Imperator ist, wie genau dieses Imperium aufgebaut ist. Und vor allem auch, warum Leto oder dass Leto Atreides überhaupt gefürchtet wird. Also das kommt überhaupt nicht rüber in der Verfilmung, sagen viele, dass Leto Atreides so ein mächtiger Kerl sein soll. Mhm. Was sagst du dazu, Jonas? Das stimmt. Also ich finde schon, dass Oscar Isaac das so mit seinem Schauspiel ein bisschen transportieren kann. Auch einfach so diese Erhabenheit und dieses Überlegene auch ein bisschen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Arroganz. Mhm. Ja. Aber es kommt nicht so ganz durch, außer es wird ja auch einmal gesagt, auf Salusa Secundus, diesem Planeten, der Sardaukar, dieser Elite-Soldat vom Imperator, da wird es ja auch mal kurz gesagt, dass die Atreides quasi die schlagkräftigste Armee außerhalb, also der ganzen Häuser hat quasi. Mhm. Das fand ich aber auch so ein bisschen unverständlich, das wird gesagt, und dann kommt aber diese Elite-Truppe, also wer hat denn jetzt mehr Power, weil die überrennen die ja schon ziemlich easy. Ja, aber die kommen ja von hinten. Ja, trotzdem. Und von vorne. Ja, die sind auch in der neuen Stadt und sowas, aber trotzdem ist so, okay, dafür, dass das die schlagkräftigste Truppe sein soll, die haben das schon relativ schnell. Die haben die coolste Musik. Ja, gut. Ja. Ja, gut. Und das ist die Legion mit der coolsten Musik. Das wird aber auch gesagt, dass wir uns angeblich nicht für die Atreides interessieren, weil die nicht richtig eingeführt werden. Das ist auch wieder in dem. Ist auch kurz, glaube ich, ein bisschen verwirrend gewesen, als gesagt wird, dass Jessica nicht seine Frau ist, sondern seine Konkubine. Weil dann denkst du, ja, ist eine Frau. Die läuft ja auch offiziell überall mit. So. Mhm. Und was für eine Rolle spielt das, wenn du nicht verheiratet bist? Weil er sagt ja dann so, oh, hätte ich dich mal geheiratet. Ja, so. Ja, das ist aber auch ein bisschen, glaube ich, schwer zu verstehen für viele, weil Konkubine hat immer so etwas Untergestelltes, finde ich. So eine Konkubine ist ja. Das klingt einfach mega anrüchig. Das auch. Also aus dem Harem rausgepickt. Genau, aber Lady Jessica ist ja wirklich eine Frau mit unglaublichen Fähigkeiten und viel Macht. Mhm. Und ich glaube, das zu verstehen, das ist nicht so ganz einfach für viele. Mhm. Auch für mich nicht. Also für mich war es auch sehr schwer, in den Büchern da irgendwie dahinter zu kommen. Aber kurz zur Erklärung, warum das so ist, wahrscheinlich. Das hat einfach einen politischen Grund. Ich meine, Leto Atreides hätte ja noch ein anderes Haus einheiraten können. Und so hat man das ja früher auch gemacht, um Allianzen zu schmieden. Man hat einfach geheiratet. Ja. Und wahrscheinlich hat er die Stelle einfach offen gelassen, dass er im Fall aller Fälle noch jemanden heiraten kann. Das war ja auch ursprünglich so geplant, dass Paul Atreides ein Mädchen werden sollte, das den einen Zögling der Harkonnen heiratet. Genau. Und damit kommen wir aber auch zu den Harkonnen, zu den großen Gegenspielern, zu den Bad Guys. Findet jemand, versteht, wer diese Harkonnen genau sind und wie politisch brillant die eigentlich sind? Die politische Brillanz kommt, glaube ich, nicht gut rüber. Mhm. Eher so von wegen, okay, das sind halt so so intrigante Schweine. Ja, Leute, die halt andere Welten unterjochen und sich die ihrer Schätze berauben und einfach, ja, die tragen halt alle schwarz, ne? Das sind schon die Bad Guys auf jeden Fall. Und Glatze. Die Goffs von Dune. Ja,
ja, die kolonisieren halt alles, pressen es aus, machen unendlich viel Geld, aber dass die jetzt auch clevere Strategen sind, nicht so ganz. Mhm. Nicht so ganz. Ein bisschen wird es angedeutet, so wie die halt das Ganze stricken gegen Haus Atreides. Kamst du denn mit über den gesamten Film? Ja. Hast du auch die Details verstanden? Hast du zum Beispiel verstanden, was diese Mentats sind? Die Augen so nach oben rollen? Oder war dir das schon aus den Büchern irgendwie klar? Oder? Ach, boah, die haben gar nicht so die große Rolle gespielt. Also, haben sie auch nicht, ja. Ja, zum Verstehen nicht so. Ja, so. Ja. Ich denke, so grob der ganzen Story konnte man ganz gut folgen, wenn man nicht so aktuell ist. Mhm. Das Ding ist halt so die Nuancen. Aber ich denke, das ist halt auch mein Punkt, den ich hier ganz viel aufgeschrieben habe. Wo ist denn die Fortsetzung? Ja. Dass sich das alles noch erklären wird und rausstellen wird, was wirklich wichtig ist. Und dann muss man das Ding noch mal gucken wahrscheinlich. Mhm. Und dann ergibt sich erst diese ganze, hoffentlich, Schlagkraft von Dune, die es als Film hat. Ja. Noch kurz eine Sache zu den Mentats, was auch nie gesagt wird, und das ist auch in den anderen Verfilmungen nicht so, das weiß man dann nur aus dem Buch. Mhm. Und zwar hat Paul Atreides ja eine richtig krasse Ausbildung hinter sich. Ja. Und er hat quasi auch, er ist im Prinzip ist auch ein Mentat. Ja. Ja. Er kann das auch. Er kann auch das große Einmaleins. Ja, genau, das große Einmaleins. Der kann auch im Kopf Wurzel berechnen. Ja. Krass. Wurzel von 16 kann er berechnen. Und er kann die binomischen Formeln und die PQ-Formel. Und den Satz des Pythagoras. Und er kann das sogar noch 20 Jahre nach dem Abi. Ja. Wow. Das wird übrigens auch immer wieder mal also da wird der Kopf. Die PQ-Formel ist so nicht ganz korrekt. Strahlensatz. Die binomischen Formeln sind richtig anders. Hier ist genau 3 Kommas einfach. Ja. Das unbefriedigende Ende, dass du diese riesige Geschichte hast im Weltraum und auch auf Arrakis. Der Film aber dann endet mit einem relativ, in Anführungszeichen, unspektakulären Messerkampf. Sowieso das Ende. Ich war mit meiner Freundin im Kino und ich guck's rüber wegen der Erwartung, so nach dem Film zu Ende. Das war's. Also, das war's. Ja, Part One. Es ist Part One. Ja. Es geht erst noch weiter. Ja. Also, ja, ich glaube, wenn du gar nichts weißt, gehst du in den Film, denkst du, oh, cooler Film. Ich so, ja, kann ich schon ein bisschen unbefriedigt zurücklassen. Ja, absolut. Bei mir war es, ich wusste ja, dass es so kommt. Ja. Und ich hatte auch schon, also Jonas, wir haben da auch drüber gesprochen, das ist auch im Buch wirklich so ein ganz klarer Einschnitt, der Moment. Und man, quasi, ich wusste, dass ich auf das Ende umgeht. Und trotzdem war ich unbefriedigt. Jetzt kommt doch eine ganz lange Phase, dieses sein Wandel, Pauls Ausbildung. Das dauert ja auch, ist ja auch ewig lang, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Das dauert. Das ist halt die Frage, da bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird, weil im David Lynch-Film ist das einfach. Boah, David Lynch-Film kannst du eh in die Tonne kicken, wenn er bis alles einfach zack, was zack, zack da, und es passiert. Was da passiert, er kommt da an und dann kommt ein Voice-Over, wenn ich. Das ist auch schon Jahre her, aber da kommt, glaube ich, ein Voice-Over. Und er sagt, ja, und Paul Atreides trainierte und dann entdeckt er Fähigkeiten aus seiner Schwester und bla 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 und dann Angriff. So, das wird das einfach so richtig komplett gerafft. Das ist super weird, das reißt sich komplett raus. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt gemacht wird. Weil es ja schon ein wesentlicher Teil ist, aber auch. Oh, ist es spannend? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich hoffe, die machen die Stuhlhunde mit rein. Die Stuhlhunde von Dune. Ja, jeder, der das nicht checkt, sollte mal bei uns auf Instagram, auf Cinema Strikes Back vorbeischauen. Ich hatte mir aufgeschrieben, eigentlich ist Dune 1 ein großer Zendaya-Teaser. Ich habe mir aufgeschrieben, eine Parfum-Werbung mit Zendaya. Das war so ein Musikvideo. Ja. Die Nive regieren mal so: Oh, guck in die Kamera, ja, oh ja, dreh dich um, ja, mach es mir. Was? Wow. Und am Ende kommt sie halt und siehst du, also, okay, welche große Rolle wird sie noch spielen? Du solltest öfters mit einem französischen Akzent reden. Auf jeden Fall, das hatte was leicht Rassistisches. Aber genauso wird oft gefragt, eher von den Buchlesern, ist Lady Jessica vielleicht ein bisschen zu emotional als sehr trainierte Bene Gesserit? Oh, das ist eine gute Frage. Aber ich finde, das im Vergleich zu den anderen Verfilmungen und zu den Büchern finde ich das eigentlich eine gute Änderung. Ich finde, Denis Villeneuve hat bei manchen Sachen, bei manchen Stellschrauben das einfach so ein bisschen anders gemacht, als das vorher war. Und wahrscheinlich so für sich die optimale Version gemacht. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand das echt toll, wie sie es gemacht hat. Ja. Und sie hat ja dann quasi auch immer diese Litanei gegen die Furcht aufgesagt, dieses Fear is the mind killer. Genau, Fear is the mind killer, um sich dann wieder so zu fassen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, ich gehe sogar hier in eine ganz andere Richtung. Ich sage, dass Rebecca Ferguson, also Lady Jessica, für mich der absolute, vielleicht sogar der größte Star des Films war. Ja. Also ich fand sie großartig im Film, wirklich. Ja, sie ist auch, glaube ich, so mit die Person,
mit dem man sich doch am ehesten identifizieren kann. Definitiv. Bei Paul Atreides ist halt schon so ein bisschen far away, finde ich. Deiner Weirdo. Das kann ja, man schon mal so ja, sagen, ne? Ja. Aber auch. Apropos weird, nochmal ein kurzer Bogen zu Dialogen, Ton und sowas. Mhm. Zwei Sachen, die mich wirklich rausgerissen haben, waren immer die Sachen, wenn Jason Momoa am Start war. Mhm. Mit Paul Atreides. Tatsächlich. Also, die Witze. Die Witze, ja, am Anfang so, oh, du hast ja Muskeln, habe ich? Nein, hast du nicht. So, das hat für mich nicht reingepasst in diesen Film. Also echt? Klar, das sollte irgendwie die lockere Beziehung zwischen den beiden aufzeigen, sowas, aber so Dialog war so ein bisschen so. Ein bisschen zu gewollt vielleicht für mich. Kann ich verstehen. Ich würde nicht zustimmen, also für mich persönlich, in meinem subjektiven Empfinden. Ich hatte ein bisschen Problem, Jason Momoa ohne Bart ja, zu sehen. Ja, das war ein bisschen komisch. Ich weiß noch, mein Vater hat früher immer so einen sehr, sehr, sehr dichten Schnurrbart getragen. Mhm. Aber so ein Oberlippenbart, ne, wie so viele türkische Männer das nun mal so tun. Und ich weiß noch, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber sagen wir mal 12 oder sowas. Und er hat sich damals den Schnurrbart abrasiert und seitdem trägt er den nicht mehr. Mhm. Und den zu sehen ohne diesen Schnurrbart, ihr kennt ja auch bestimmt diese YouTube-Videos und so weiter, wie Babys dann anfangen zu weinen, wenn sie dann Personen ohne Bart sehen. Für mich war das ein richtiges Trauma. Und so das Gefühl hatte ich, so Jason Momoa ohne Bart zu sehen. Ja, das ist auch, wenn man manchmal Alper, das passiert alle paar Jahre, wenn sich mal den Bart richtig abrasiert, das ist dann so, what, wer ist das? Der 15-jährige Alper. Und weißt du was, weil ich auf diese, also das sagt mir dann jeder, wenn ich dann einmal, ich habe dann einfach Bock, mir den Bart abzuholen, weil es halt auch manchmal ganz angenehm ist. Ja. Und ich werde dann so also tagelang darauf angesprochen und alle, dass ich da so genervt davon bin, dass ich das nicht mehr mache. Also, oder du musst das nächste Mal, wenn du irgendwie 2-3 Wochen in Urlaub gehst, ja, musst genau, du einfach da dann machen. Ja, ja, voll. Und dann ist er wieder da. Ja, nee, das Problem ist, ich habe ja auch dann die Leute, mit denen ich im Urlaub bin, die sagen mir das dann ja auch die ganze Zeit. Irgendwie werden Leute dann nicht so müde, das zu sagen. Und ich sehe, so, ja, ich habe es ja verstanden. Und deswegen habe ich das, lasse ich es jetzt einfach. Aber hast du mal über, wir reden ja von zwei Extremen bei dir jetzt, ne? Also Vollbart oder gar kein Bart. Hast du mal über ein anderes Modell nachgedacht? Also wir wissen ja auch, glaube ich, auch mal Biker. So ein Bikerbart für Kurzfilmdreh. Ja. Kurzfilmdreh nennen wir das mal, ja. Aber hast du auch mal über andere Alternativen nachgedacht? Also Kurzfilmdreh finde ich herrlich. Nö, nicht wirklich. Schreibt mal in die Kommentare, welcher Bart ich verstehen will. Ich finde tatsächlich nur Vollbart persönlich an mir schön. Was denn vor allem nur mit so Koteletten? Nee, das kann ich mir alles nicht vorstellen. Ich hatte früher mal eine Zeit lang so ein Kinnbart. Aber ich glaube, das hatte jeder in seinen Anfang 20er, oder? Ja, ich finde, das sieht man so. Das ist auch so die Stelle, wo das so ein. Ja. Das sieht man, das sieht immer aus, als ob man 2 Stunden später zu so einer Pro7-Talkshow geht aus den 2000ern. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch. Stimmt, Jason Momoa. Das genau. Ist mir jetzt im Nachhinein. Das sieht auch so ein bisschen so wie CGI aus, weil das so unrealistisch wird. Jetzt so ein bisschen Babyface-Momoa ist wieder da. Das stimmt, es gibt ja. Kennt ihr diese Bilder von Jason Momoa früher und jetzt? Die, früher so ein. So ein Bubi, ne? Beach-Bubi-Boy. Und dann halt so ein knallharter Typ halt, wie man ihn kennt und mag. Er ist so ein Zwischending geworden. Ja. Ich mochte ihn aber sehr. Ja. Sehr, sehr. Ja. Also er ist ein sympathischer Typ. Die Figur und auch die Beziehung zu den beiden. Ich fand auch, dieses Auflockern hat dem Film eigentlich ganz gut getan. Ja. In 2,5 Stunden schwere Sci-Fi-Kost. Ja. Ich finde ja tatsächlich, dass all das, was diesem Film vorgeworfen wird, zum Teil stimme ich dazu, zum Teil auch nicht. Aber ich finde, vieles davon inhaltlich trifft auch aufs Buch zu. Ich muss total lachen, weil so viele Fragen, die sich die Leute gestellt haben, da dachte ich mir, nachdem ich das Buch gelesen hatte, genau dasselbe. Was sind denn jetzt Zugärzte? Wusste ich halt auch nach dem Buch nicht. Aber im Film ist das einfach so ein Dude, der sich ein bisschen am Kopf anfasst und genau. Der weiß dann, okay, dein du bist Herz, gesund. Ja. Genau. Ja, ich fasse dich hier an, dann sind der Herz ist gut. Aber das ist ja auch, finde ich, so eine ganz interessante Fragestellung. Ist jetzt, also der Film ist ja, wird dem Buch ja wirklich sehr gerecht und wir wissen ja, dass Denis Villeneuve ein riesen Dune-Fan ist von dem Buch oder von der Reihe. Hätte er das anders machen sollen als der Autor oder ist das schon genau richtig so? Also wisst ihr, was ich meine, was die Problematik hinter dem Ganzen ist? Ja, und du kannst es halt auch steigern, ne? Wie viel musst du eigentlich immer erklären? Musst du alles erklären ihm weg? Und ich meine, sagt, also das ist ja immer noch von einem Menschen geschriebenes Ding, das heißt, es ist nicht perfekt, das Buch. Ja. Außer für Jonas. Ja, jetzt. Ich habe auch schon bessere Bücher gelesen. Oh, tatsächlich. Die Bibel! Was? oh Gott, jetzt hast du mich komplett rausgehauen. Apropos Science Fiction. Wow. Ja, widerspricht sie aber an zu vielen Stellen, das ist nicht so geil geschrieben. Okay. Ja, okay, ist voll so alt geschrieben, so von so alten Leuten von vor 100 Jahren.
Habt ihr mal Bernd Stelter gesehen, der Jugendsprache nachmacht? Ja. Das ist eins meiner Lieblingsvideos ever, die es auch cringe, die es im Internet gibt. Das ist herrlich. Muss ich mir anschauen. Das ist spektakulär. Ja, in 2 Jahren oder noch älter, ja. Ja. Aber auch, um nochmal auf Dune zurückzukommen. Oh, Bernd Stelter ist der Imperator. Das wäre natürlich der absolute Oberhammer. Bock, mein. Jetzt hab ich's. Simon Desue wird der Imperator. Ist der Imperator. Der Berater? Der Imperator. Der Imperator. Ja. Wieso Simon Desue? Ja, weil das cool ist. Und seine Berater sind die Prank Bros. Ja. Das, okay. Das wird witzig. Und seine Tochter wird von Shirin David gespielt. Oh, und dann gibt's nice Eistee für alle. Ja. Nice. Einfach sieht gerade aus, als ob er in ein anderes Paralleluniversum abgedriftet ist. Aber okay. Ja, gut, es gibt ein Paralleluniversum. In dem das passiert. Das stimmt. Es ist ja Worldbuilding. Oh Gott, jetzt, warum reden wir überhaupt noch über dieses Thema? Ja, ihr seid doch schon längst raus, oder? Wo seid, komm, wo seid ihr jetzt gedanklich? Wo seid ihr gedanklich? Zurück. Ich wollte nur darauf hinaus, dass man, ich glaube auch, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich gerne auf so ein Universum einlassen, in dem eben auch am Ende Fragen offen bleiben und die bleiben offen, indem man auch einfach so ein bisschen manchmal muss man sich diese Lücken eben auch mit seiner eigenen Fantasie füllen. Ja. Und es gibt aber auch Menschen, die, und das ist auch völlig legitim, die sagen, nö, darauf habe ich keine Lust oder warum sollte ich? Oder ich will das gar nicht, solche Werke, die sind nicht meins. Und das ist ja alles völlig legitim. Und ich glaube, wo wir gerade auch über alle Schwächen von Dune sprechen, mir ist bisher noch kein einziger Film untergekommen in den 5 Jahren, in denen wir hier YouTube und Kritiken und sowas machen, in denen es nicht Menschen gab, die nichts damit anfangen konnten, die das nicht kritisiert hätten, die nicht auch teilweise völlig legitime Kritikpunkte auch angebracht haben. Egal, ob es jetzt um wirklich filmische Werke geht, die gemeinhin als die großen Meisterwerke der Filmkunst gelten, ob jetzt 2001 oder Der Pate oder weiß ich nicht. Oder Filme, die wir über alles lieben. Mir ist noch kein Film untergekommen, wo nicht wirklich eine Armada an Leuten in der Kommentarspalte gesagt haben, also ich finde das ja völlig überbewertet. Ja. Und so ist das vielleicht auch bei Dune. Wahrscheinlich. Sollten wir alle weniger in so extrem über Filme reden. Also das ist der allerbeste, geilste und das ist gar nichts. Also ich finde das Wort überbewertet halt so. Schwer zu sagen. Ich finde, Dune ist der beste Film aller Zeiten. Ab wann ist ein Film überbewertet? Wenn es 10 Leute sagen, wenn es 100 Leute sagen, dass der Film geil ist, wann? Also geh ins Kino, genieß das oder genieß es nicht. Aber ich habe immer ein Problem damit, wenn man allgemein von oben herab mit bestimmten Filmen und Werken spricht. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, gibt es bestimmt auch irgendwo ein Video von mir, wo ich das mache. Ich will mich da gar nicht freisprechen. Wenn du dich wieder hier über Hook erhebst. Aber es ist auch ein emotionales Thema dann, ne? Also, ja, weil du liebst einen Film, da kommt einer und sagt, boah, nee, finde ich scheiße. Finde ich scheiße. Ich finde dich scheiße und den Film auch, Junge. Nee, also es ist ja. Deswegen, also es polarisiert es ja auch so. Ja. Ich finde es auch immer ganz schwierig, wenn man mit Leuten ins Kino geht und du weißt, der Film, du liebst diesen Film und du willst auch, dass die andere Person diesen Film so liebt, aber dann mag sie nicht. Und dann denkst du so, nein, Kacke, ich hasse mein Leben. Ja. Warum kannst du nicht ich sein? Bevor wir Dune hier abschließen, würde ich dir, Jonas, noch gerne eine Frage stellen. Was war diese Spinne? Stimmt. Bei den Harkonnens? Ja, das das hatten wir im letzten Podcast. Da bin ich auf die Stuhlung gekommen, aber ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß immer noch nicht. Das weiß nämlich niemand tatsächlich zu diesem Zeitpunkt. Man vermutet irgendwie, dass das vielleicht genmanipulierte Menschen sind. Oder. Ich glaube, es ist einfach nur gemacht worden, um die Harkonnen noch ein bisschen shadier aussehen zu lassen, dass die halt irgendwelche Kreaturen da haben, die so besonders ekelhaft oder fürchterlich und düster sind, dass die selber einfach noch mal noch düsterer wirken. Ist ja so ein klassisches Mittel, ne? Also gib deinem Antagonisten irgendwie irgendeinen beißhütigen Hund an die Seite oder irgendein fieses Raubtier und so ein Kram. Also in Star Trek hast du das auch. Die Klingonen irgendein Hundeviech an die Seite gestellt kriegen, was richtig blutrünstig ist. Und hier, glaube ich, sollte es auch so ein bisschen so deren ihre Seele widerspiegeln, die etwas dunkel ist. Ja, schön. Aber strategisch exzellent. Schön. Du warst gestern in The Many Signs of Newark. Vorgestern. Ja, am Montag. Ähm,
Du hast deine Kritik dazu gebracht. Mhm. Möchtest du dich vielleicht noch ein bisschen dazu auslassen? Gibt es da irgendwas, was du, oder wie fandest du den Film? Ja, erstmal Erklärung: The Many Saints of Newark ist quasi der Prequel-Film zu der HBO-Serie Die Sopranos. Mhm. Die Serie lief von 99 bis 2007. Wird weithin mit als die beste Serie aller Zeiten angesehen. Mhm. Also mit einigen anderen HBO-Serien. Man hat ja auch von Game of Thrones gesagt, Sopranos im Mittelalter oder Fantasy-Sopranos. Finde die Serie großartig. Ich habe sie dreimal gesehen. Und jetzt haben wir halt den Vorfilm. Quasi die Geschichte, die es geht. Vom Sohn. Genau. Es geht eigentlich um Tony Soprano in der Serie. Und jetzt sehen wir ihn in seinen jungen Jahren. Und quasi geht es aber nicht hauptsächlich um ihn, aber doch schon großen Teils um ihn. Und das ist das Schwierige an dem Film, weshalb ich ihn nicht 100% rund fand und ein bisschen schwierig zum Folgen. Weil er versucht, die Story von Tony Soprano runterzubringen. Also ja. Nicht sein Vater, aber sein Vater kommt auch drin vor, aber mehr so von seinem Vorbild. Mhm. Von Dicky Moltisanti. Ja. Oh, das ist der Vater von Christopher Moltisanti, falls du dich an den aus dem Sopranos erinnerst. Er sagt dir nämlich den Namen. Ja. Wichtige Figur in Sopranos. Und über den wird in der Serie nur gesprochen, weil er zu dem Zeitpunkt tot ist. Ja. So, also man merkt schon, wenn man die Serie nicht gesehen hat, kann man eigentlich mit dem Film gar nichts anfangen. Also ist das was für rein für Sopranos-Fans? Ja, ich wüsste nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das, wenn ich jetzt keine Ahnung hätte? Aber du kriegst halt die ganze Zeit diesen Fanservice für Figuren, die du eigentlich in mittleren Alter kennst, jetzt in jung zu sehen, wie sie da aussehen, wie sie agieren, ob sie da schon diese Macken haben, die sie in der Serie auch haben. Ja. Und das wirkt dann teilweise etwas wie so eine Karikatur des Ganzen. Mhm. Also, und es ist schwierig halt gegen Tony Soprano. Du willst sehen, wie Tony Soprano wird, nicht wie Ricky Moltisanti da ist. Der ist super besetzt, der ist toll dargestellt. Als Einzelfilm super, aber ich will wissen, was mit Tony Soprano ist. Denn den kenne ich über diese ganzen Jahre, habe ich ihn kennengelernt, in den 86 Folgen. Weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. Auch wie du darüber sprichst. Wir haben genauso und genau dieselben Sachen über El Camino damals gesagt. Ja. Den Breaking Bad-Film, der daran angeknüpft hat. Auch da. Das ist kein Film, der alleine funktioniert. Ja, nee, überhaupt nicht. Da hast du ja auch so, oh geil, Walter White. Und oh, was ist aus der Person geworden? Du hast die ganze Zeit dieses Fishing, okay, ich will das denn, ich will das denn. Ich habe so ein bisschen mit Ready Player One verglichen, wo du guckst, guck mal, da ist Freddy Krueger und da läuft das Alien rum und da hast du die ganzen geilen Charaktere. Ach, scheiß auf die Story, geil. Member Berries, ja, wie in South Park. Genau sowas. Ja. Oder die Fantasieland-Folge, so geil, da ist noch der und der und der kommt auch. Ja. Und so ist das hier auch so geil. Ich will wissen, was aus dem geworden ist. Und es gibt Neufiguren, die sind aber eher so vergessenswert. Könnte man sagen, dass dieser Film jetzt nicht unbedingt der notwendigste Film war, den die Welt gebraucht hat? Oder ist das zu hart? Oder ist es eher die Frage, musste der Film ins Kino, hätte man den nicht einfach auch so zeigen können, als TV-Special-Episode? Ich hätte gerne eine Miniserie daraus gesehen, habe ich in der Kritik auch gesagt. So eine 8-Folgen-Dings wäre cool gewesen. Hättest du mal einen Fokus auf Dicky gelegt, mal auf Tony, hätte funktioniert. Mal auf die Tracy wollen auch, dann auch so Baby vermarkten, dass es wirklich was für die Fans ist. Ja, und ja Julian. Und die wollen ja noch mehr von Tony Soprano zeigen, eigentlich. Paola Maria. Jonas, jetzt hör mal auf mit den. Hör auf. Jonas muss das einfach mal gucken. Er hat mir erzählt, er hat es mal angefangen, dann aufgehört. Also guck's nochmal. Aber ich verstehe, es ist auch tatsächlich halt gealtert. Es ist hat auch schon ganz gut gealtert. Also, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht alle Staffeln. Das war das Problem. Ja, ich zähle zu den Leuten, die das damals seinerzeit auf Kabel 1 kam, das immer. Oh, darf ich das sagen? Ich weiß es nicht. Aber im Fernsehen, im Privatfernsehen. Es gibt auch andere Sender. Das war auch selten, dass so eine Serie tatsächlich im deutschen Fernsehen lief. Ne? Also, wenn ich mich recht erinnere, Breaking Bad lief, glaube ich, mal auf RTL 2. Echt? Auf RTL 2? Ich glaube schon. Und entweder mal im Spätprogramm auf Arte? Game of Thrones lief auf RTL 2. Ja, das stimmt, ja. Aber The Wire, glaube ich, hat es nie ins deutsche Fernsehen geschafft, glaube ich. Ja, das stimmt. Und also, wenn, ist das irgendwo so, ey, lass doch sowas mal im Abendprogramm laufen oder Primetime? Vor allem sind ja auch die Zeiten so ein bisschen vorbei. Früher habe ich tatsächlich, es gab eine Zeit, in der ich tatsächlich noch Serien übers Fernsehen kennengelernt und entdeckt habe. Mhm. Wie beispielsweise, keine Ahnung, ich habe früher zum Beispiel tatsächlich im Fernsehen regelmäßig The Shield geguckt und fand die total großartig. Oder auch Prison Break war so eine Serie, die ich auch im Fernsehen gesehen habe. Lost, genau. Ich erinnere mich noch, dass ProSieben, um noch so ein paar Sender zu nennen, wie Sat1 und so weiter. Ist eher eine Mediengruppe. Dass die diese riesige Marketing-Kampagne hatten, wo die einfach nur so eine Stimme die ganze Zeit Lost in die Kamera gerufen hat und sonst nichts. Bei mir weiß ich das nicht mehr. Da kam einfach nur der Schriftzug und dann hat eine Stimme gesagt Lost und dann nix. Die hat nicht verraten, ob es ein Film ist, eine Serie, was für eine Serie das ist, worum es geht. Das war so eine sehr krasse Marketing-Kampagne. Ja. Und vor allem,
Das hat funktioniert, weil damals das Internet, das war wirklich in der Zeit, in der nicht jeder Internet hatte, sondern nur ganz wenige. Und man Teletext. Hat das, ja, man hat das tatsächlich nicht gecheckt und das hat funktioniert damals. Mhm. Ja. Aber wenn ich den Soprano-Film, nehmen wir es mal so, vergleichen würde, dann ist es so ein bisschen wie Twin Peaks und der Twin Peaks-Film Fire Walk With Me. Den kannst du nicht gucken. Der kam erst danach und erzählt auch die Vorgeschichte. Mhm. Aber das kannst du nicht gucken. Mhm. Und vor allem große Warnung, guckt nicht diesen Film, bevor ihr nicht die Serie gesehen habt, weil ja, das spoilert ja alles weg. Ja. Also hier nicht so, aber es gibt super viele Anspielungen halt. Mhm. Und es, wenn ihr Sopranos nicht gesehen habt, guckt auch nicht den Film, weil die ersten 2 Sekunden kommt der Spoiler für die ganze Serie. Ja. Also nicht machen, wenn man das nicht gesehen hat. Startet er mit einer Schwarzblende, würde ich mich noch fragen. Nein. In Schwarz nein. Zu schade. Nein, ich kein Fade-In. Das hätte ich cool gefunden. Was cool ist, der Film läuft und dann rollen die Credits und dann läuft das Soprano 4. Und das ist nochmal so. Dann auch noch im Kinosaal zu sitzen. Fieser Trick und dann kommt der. Das ist genau dasselbe wie ich als alter Tupac-Fan. In Zeiten, nee, ich höre eigentlich immer noch Tupac. Also ich höre sehr gerne Tupac. Und da kam dieser Film im Kino, All Eyes on Me, die Autobiografie. Und der Film war wirklich mittelmäßig. Mhm. Aber im Kino zu sitzen und all diese Songs auf dieser Kinoanlage zu hören, das hat bei mir einfach eine Menge gemacht. Ja. Fand ich richtig geil. Ja. Ja. Wahrscheinlich ähnlich. Tja, lass uns mal die Lochis-Videos im Kino schauen. Was hast du heute mit deinen YouTubern? Hör doch auf damit! Das ist ja schrecklich! Vor allem, das kannst du doch nicht in einem Atemzug nennen mit Sopranos Tupac. Und. Hey, die Lochis sind die Sopranos von YouTube Deutschland. Na gut. Maris Blick ist jetzt auch spricht Bände. Was ist dann Dune in YouTube Deutschland? Wir. Star Wars Visions habe ich gesehen. Tatsächlich. Echt? Ja, ich habe gestern reingeguckt. Man kann das alles an einem Abend schaffen. Ich habe es nicht an einem Abend geschafft. Ich habe 5 Folgen geguckt. Das hört sich ein bisschen schade an, dass man das also an einem Abend schaffen kann. Oder wie lang sind die? Also unterschiedlich, die Folgen sind so, ich glaube, die kürzeste ist so 12 Minuten lang oder sowas. Ach so. Und die längste ist 22, 23. Also die sind relativ kurz. Das, sind ja mehr. Das ist meine Lieblingsvideolänge. Tatsächlich. Pff, auf YouTube. Es sind auch Kurzfilme von verschiedenen Studios, alles sehr japanisch angehaucht. Teilweise auch nicht nur angehaucht, sondern straight up. Es ist Samurai-Film. Ja, sowieso. Im Trailer hat man nämlich auch gesehen, ein Laserschwert, oder Sonnenschirm oder sowas. Ja, was sind die? Genau, also genau, so richtig abgedreht. Ja, die habe ich auch gesehen. Ich muss dazu sagen, also ich bin jetzt bei 5 von 9 Aha. Folgen, die ich gesehen habe, und ich bin nicht begeistert. Oh, ich habe mich echt gefreut. Tut mir leid. Ich fand die erste Folge noch sehr cool. Das wirkt wie so ein Akira Kurosawa-Samurai-Film. Sowas wie Die 7 Samurai zum Beispiel. Und das in diesem Star Wars-Gewand. Und da spricht auch einer von einem, also da ist ein Ronin und der wird auch Ronin genannt. Mhm. Und, ich meine, es liegt auf der Hand, ne? Star Wars. Ja, natürlich, klar. Also, ne? Das hatten wir ja eigentlich auch schon bei Mandalorian. Ja, und ich meine, Mandalorian macht halt den Western-Style von Tatooine halt in als gesamte Serie und das hier nimmt halt, ich meine, Jedi kommt ja von Jedi Geki und den japanischen Historienfilmen mit Samurais und so weiter und daher, das steckt ja ganz, ganz viel davon, steckt ja auch in Star Wars und Obi-Wan Kenobi ist ja quasi so ein herrenloser Samurai, der da in seinem Exil lebt. Das steckt alles in Star Wars drin, deswegen macht diese Serie auch für mich absolut Sinn. Ich finde das prinzipiell cool, dass es sie gibt. Wenn wir jetzt aber über die Folgen im Speziellen reden, muss ich ganz ehrlich sagen, vieles hat mich da einfach nicht gecatcht. Und so ein bisschen wie die 2. Staffel von Love, Death and Robots. Genau so nämlich, genau so. Bei ganz vielen fand ich die Idee cool und auch ganz oft den Artstyle. Aber dann die Geschichte nicht, die fand ich ging dann so irgendwie ins Leere. Sehen wir denn auch bekannte Charaktere oder ist das alles irgendwie spielt an verschiedenen Stellen? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Nee, hauptsächlich neue Figuren. Okay. Flying Uwe? Flying Uwe? Was zur Hölle, Jonas? Hör auf jetzt! Ich raste aus! Du machst mich völlig wahnsinnig mit dem Mist. Moin, Leute, was geht ab? Euer Flying Uwe. Christoph Krachten. Ich mach mal so einen Monolog-Podcast, wo ich ganz nur YouTube-Kanäle aufzähle, okay? Oh Gott. Guckst du zu viel YouTube? Aber es ist nicht so wie What If zum Beispiel. Marvel What If. Ich habe What If noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Nee, die letzte Folge fehlt mir noch. Heute ist Mittwoch. Ja, da fehlt mir die letzte Folge. Nee, ich habe What If noch gar nicht gesehen. Du hast ja auch bei uns kritisiert, dadurch hatte sich. Ja, die erste Folge war da, ja. Aber jetzt bin ich fast aktuell. Ja, aber wie gesagt, ich habe auch erst 5 von 9 gesehen und ich fand eine nur so richtig gut. Boah, da hab ich mich richtig drauf gefreut.
Ja, guck sie dir an. Vielleicht nimmt es dich mehr mit als mich. Aber die Kürze schreckt mich auch ein bisschen ab. Das habe ich nämlich, das Problem bei What If auch. Ich denke so, ja, ist cool, aber dann sind 30 Minuten halt rum und dann ist die Story komplett abgeschlossen halt. Ja, das Problem hat Star Wars Visions vielleicht auch und das ist was ganz Subjektives, weil ich hätte mich auch gefreut, wenn so im Stil einer dieser Folgen wirklich eine ganze Geschichte erzählt wird über eine Staffel hinweg. Das ist das halt leider definitiv nicht. Mhm. Vielleicht ist das aber so ein bisschen wie so ein Pitch und die gucken, welche Folge gut ankommt. Ja. Nee, ich glaube nicht dran. Ich hab's nicht gebraucht. Und dann gibt es eine Folge, in der ein kleiner Druide zum Jedi wird, zum Beispiel. Sowas. Und dann. Oh nein! Die haben die Skippy the Jedi Droid Geschichte quasi umgesetzt. Und so Sachen und so Geschichten, die da erzählt werden, die ich persönlich so ein bisschen auch zu. Oh, das ist nicht so ganz mein Star Wars. In der einen Folge, in der es um Zwillinge von den. Vom Imperium geht, die auch zwei Sternenkreuzer so aneinander gebaut haben. So Zwillingssternkreuzer. Quatsch, Sternkreuzer sind Sternzerstörer, das sind richtige Sternzerstörer. Okay. Fand ich jetzt auch nicht so geil. Aber gibt es Mecker? Was? Gibt es große Mechs? Große Mechs. Große Roboter. Ich überlege gerade, aber in den Folgen bisher noch nicht. So ein Warum? Einfach so random Mechs? Einfach so ein riesiger Jedi oder. Also es gibt halt AT-STs kommen zwei vor. Okay. An die erinnere ich mich. Die sind ein bisschen behäbig, aber ich dachte. Ja, und das sind jetzt auch keine Mechs, aber. Ach, schade. Das die sind nicht behäbig. AT-STs sind die kleinen. Die Walker. Die Zweibeine. Ja, die sind jetzt auch nicht gerade die. Aber die sind ja auch, das sind ja keine Mechs. Ja. Also unter Mech, also ich weiß nicht, AT-ST und Mech ist jetzt nicht so krass unterschiedlich, aber ich finde, da ist schon ein Unterschied irgendwie. Ja. Also ein AT-ST ist einfach, finde ich, zu groß, um Mech zu sein. Wie cool sind eigentlich Mechs sind doch auch riesig. Mechs können riesig sein. Ja. MechWarrior. Aber, ja, MechWarrior. Ich stelle mir Mechs trotzdem irgendwie kleiner vor und auch direkter in also der menschlicher. Also, ja, also, aber so in so einem Mech sitzt du ja, keine Ahnung, was ist der Unterschied? Das ist eine gute Frage eigentlich, aber ich finde so. Das eine ist halt ein Transporter-Ding, das andere ist eine Kampfmaschine. Ja, so vielleicht? Na gut, aber AT-ST ist ja auch eine Kampfmaschine. Ja. Aber so ein AT-ST, die sitzt ja wirklich an so einem Pult, ne, und ziehst dann so an den Hebeln und so. Und ich finde, so ein Mech ist mehr so direkt mit dir verbunden. Da ist ja auch vor dir komplett eine Glasscheibe, das hast du ja auch nicht beim AT-ST. Da brauchst du die Drift-Kompatibilität. Ja, oder Ding aus Pacific Rim halt sowas. Aber das oder ist aus NGE und sowas. Das ist aber echt eine Frage für die Oberwissenschaftler. Sind AT-STs Mechs? Das ist eine gute Frage. Das ist eine echt gute Frage. Aber Mechs, finde ich, haben auch Arme. So ein AT-ST hat ja keine Arme. Das hat so Mini-Arme quasi mit T-Rex-Arme. Ja, stimmt, ich find, das ist der T-Rex unter den Mechs. Aber hat so ein Mech nicht auch für euch eher so richtige Arme? Es gibt auch ohne. Es gibt ganz viele. Ich finde, Mech hat ein Head-Up-Display. Und AT-STs haben keine Head-Up-Displays. Genau, so AT-STs sind auch zu analog, finde ich. Zu mechanisch, um Mech zu sein. Mech ist für mich immer aber so was hart Elektronisches. Es gibt auch so Steampunk-Mechs. Ja, natürlich. Jetzt ist schwierig. Aber vielleicht hat es ja gemacht. Vielleicht hätten die Smacks oder so. Smacks, weil die Steampunk-Macs sind. Smacks. Tja. gute Frage. Aber ich möchte auch mit meinem Urteil abwarten, bis ich alles gesehen habe. Ich stelle mir so vor, wie dann Alpha plötzlich so ein Musikvideo droppt, wie cool Savage damals und dann das Urteil. Über Star Wars Visions-Kritik als Musikvideo. Vernichtet, Star Wars Visions vernichtet. Was habt ihr denn noch so geguckt? Ja, What If halt. Ja. Ich guck's gerne irgendwie, so die halbe Stunde, aber dann meistens reicht's mir nicht aus. Jetzt kam endlich die Zombie-Folge. Hätte blutiger sein können. Schon, da fliegen schon Körperteile, aber es ist nicht blutig. Also, ich mag den Stil auch nicht 100%. Würdest du What If denn jetzt zweifelsohne weiterempfehlen? Also, uneingeschränkt? Für die Länge ist das nice to have. Also, wenn man dich jetzt wie bei anderen, bei Star Wars sehen, über mehrere Staffeln durchkämpfen muss, bis du deine Highlights kriegst, so ist es ja zum Glück nicht. Es ist so snackable, das kannst du dir beim Abendessen gönnen oder sonst hast du die halbe Stunde und war nette Unterhaltung und du siehst mal Helden und Heldinnen, die du magst, mal weniger magst und das ist ganz cool. Und ich finde, bei der Serie ist es so, du guckst das nicht am Stück. Also, du wartest dann nicht so gespannt auf die nächste Folge, du denkst dir so, 3 Wochen später, ich könnte eigentlich mal wieder eine Folge vielleicht schauen. Ja. Bei mir ist das so, ist Mittwoch. Ach ja, hast du Zeit, guckst die halbe Stunde jetzt die Folge, so ist das bei mir. Das hatte ich aber auch bei Captain America and the Winter Soldier. Nee, bei Falcon and the Winter Soldier. Captain America, bei Falcon and the Winter Soldier hatte ich das auch ähnlich. So, ja, ach komm, warum nicht? Nicht so ein, ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich habe Jerks geschaut, die 4. Staffel. Und? Ja. Ja. Bist jetzt auch einer? Ja. Ist die 4. Staffel genauso gut wie die 3 davor?
Ja. Sie sind noch nicht komplett fertig. Also ich habe es noch nicht komplett geschaut, weil da noch ein paar Folgen rauskommen. Aber ja, genau, es geht ja um Christian Ulm und Fahriye Adem und die spielen sich selber und sind beide so ein bisschen. Sehr zum Fremdschämen. Die sind beides so ein bisschen Jerks. Ja. Also so Trottel. Ja. Und nicht sehr nett. Ja, aber Jerks sind ja keine Trottel, das sind ja mehr so Ärsche. Gemeine. Trottel-Ärsche. Idioten. 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 Ja, aber so Jerks sind ja gemein. Ja. So ein Trottel ist ja nicht unbedingt gemein. Böser Trottel. Ja. Böse Trottels. Also sind die auch wirklich Trottel, ein bisschen doof. Manchmal machen sie ein bisschen doof. Okay. Also manchmal werden halt Situationen für den Humor quasi so extra so gelegt und du siehst so dieses Gleis vor dir und du weißt, okay, die könnten jetzt einfach das machen und dann würde das nicht eintreten, dieser schlimme Unfall. Ja, aber es passiert. Ja, aber es ist egal, weil es macht irgendwie Spaß. Ich mag so Fremdschämen-Serien. Ich habe nicht eine Folge gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, schau mal an, es könnte dir gefallen. Du magst ja auch Christian Ulm. Cool. Und es gibt sehr, sehr viele Auftritte von bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern aus Deutschland. Das ist ziemlich cool. Und die sind auch alles, die spielen alle sich selber. Und die sind auch alle so ein bisschen jerkig teilweise. Spielt Gronkh mit? Nee. Und Julienko? Julienko! Hast du gesehen, was ich versucht habe, den Spieß einmal umzudrehen? Nee, aber ich glaube, Schröck spielt mit. Schröck nicht sicher. Nee, ich glaube. Die Rocket Beans sind einmal kurz irgendwo mit drin. Ich bin aber so mir nicht sicher. Cameo im Hintergrund ja, so ein oder Cameo-Auftritt, ja. Cool. Ich habe, ich lese wieder sehr, 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 sehr viel. Und ich habe Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035 und Die Reise ins Licht gelesen. Nice. Aus dem Metro-Universum. Welches ist dein Lieblings-Metro-Buch? Tatsächlich immer noch 2033. Ja, das ist unfickbar. Das ist wirklich überragend. Ich muss dazu sagen, Metro kennt viele als die Videospiele. Ich habe auch das erste Videospiel gespielt und dann Last Light und Exodus wartet drauf, dass ich es spiele. Oh, ja. Das habe ich schon. Eine total geile Geschichte, ein total geiles Universum, das ja auch schon seit Ewigkeiten verfilmt werden soll. Also ich bin da auch gespannt, wann das mal losgeht. Boah, das wird schwierig. Das wird schwierig. Ich meine, mit dem Buch als Vorlage und dem geilen Videospiel als Vorlage wird das echt ein schwieriges Erbe. Was ist, wenn Denis Villeneuve das macht? Yeah. Dann, Das passt aber überhaupt nicht zu Denis Villeneuve. Aber ja, es hat aber auch vielleicht noch was Neues für ihn. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Es spielt ja in einem verstrahlten Moskau, das durch Atomkriege zerstört wurde und Menschen sind unter die Erde geflohen, also in die Metro, in die U-Bahn-Schächte. Ist ja richtig und tief da, haben da in den Stationen ganze Nationen aufgebaut und das spielt halt im Jahr 2033. Es geht um Artyom. Und ich finde, das, was halt da überall drin ist, ist dieser russische Flair. Und das musst du halt auch dann übertragen können, wenn sich das alles irgendwie Hollywood-mäßig anfühlt. Das muss ein russischer Film sein mit russischen Darstellungen auf Russisch. Ohne Zweifel. Sonst funktioniert das nicht. Sonst wird's affig. Das Flair ist schon anders bei solchen Produktionen. Absolut. Und während 33 noch so sehr, sehr gruselig ist und sehr düster und auch sehr rätselhaft und mysteriös. Und hauptsächlich in der Metro spielt. Und hauptsächlich in der Metro spielt. Und das ist immer so ein Riesen-Bohai ist, wenn es mal an die Oberfläche geht. Sind die anderen ist ein bisschen, 35 halt ganz anders. Vor allem 34 erzählt gar nicht die Geschichte von Artyom, sondern wieder von neuen Figuren, von Homer zum Beispiel, der heißt wirklich so. Und ich fand, 34 war für mich ein richtiger Abfuck. Ja, weil das war Fleißarbeit. Ich wollte wissen, wie es mit Artyom weitergeht. Und dann muss viel Fleißarbeit. Ja, sehr, sehr viel, definitiv. Aber es ist auch nicht schlecht. Also das Problem ist, was heißt das Problem? Dieser Dmitri Glukowski, so heißt der Typ, der sich das ausgedacht hat, der, finde ich, hat einen faszinierenden Schreibstil. Ich liebe es, einfach die Gedanken mitzuverfolgen. Und dann habe ich was für dich. Was denn? Ich habe dir doch schon vor längerer Zeit mal ein anderes Buch von ihm Future. Ich habe das noch nicht gelesen. Hast du das? Kann ich dir mal leihen, ja. Ja, sehr gerne. Ich würde das tatsächlich gerne lesen, weil ich liebe den als Autor. Also die Art und Weise, wie er schreibt und wie er Bilder zeichnet, Gemälde malt in deinem Kopf mit Wörtern. Das ist wirklich unglaublich gut geschrieben. Und ich finde auch, für Leute, die Videospiele gespielt haben, hat das Buch echt noch mal mehr Wert, weil das noch ein paar weitere Elemente hat, die so abgefahren sind. Stichwort Kreml fand ich total mega krass. Total. Aber sowas kann man, glaube ich, auch ganz schwer nur in ein Videospiel transportieren gerade. Ja, 35 geht wiederum in eine ganz andere Richtung. Das ist quasi ein Politdrama in dieser Metro. Ein postapokalyptisches
Politdrama, mochte ich aber auch sehr stellenweise. Manches davon war aber auch, könnte ich jetzt ewig drüber reden. Aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt komplett gefangen in diesem Metro-Universum, fühle mich darin sehr wohl und habe jetzt sogar mit Die Reise ins Licht, der hat das ja geöffnet für alle Autoren der Welt. Ja. Also du kannst, wenn du möchtest, ein Metro-Buch schreiben und damit Geld verdienen. Und ich lese gerade eins von einem Anton Jakov, heißt er. Der hat diese Trilogie geschrieben über den jungen Gleb. Also noch über einen anderen Jungen, der allerdings in Petersburg, St. Petersburg lebt. In Pita nennt man scheinbar die Stadt, habe ich auch. Ich habe gelernt so vieles über die russische Kultur übrigens durch diese Bücher. Und der lebt da und das lese ich gerade. Das erste bin so gut wie durch damit und das ist deutlich schlechter geschrieben als die Metro-Bücher, muss man ganz offen sagen. Aber also man merkt einfach, er hat nicht diese Epik, diese Tragweite, wenn Dmitri Glukowski zum Beispiel beschreibt, wie sich zwei Menschen einander verlieben, dann spürt man das so mit jeder Faser seines Körpers. Und die Reise ins Licht ist viel, das ist wie so ein Computerspiel im Vergleich. Das geht so direkt geradeaus und voll auf die Fresse und dann kommt das Monster und das Monster und das Monster. Und trotzdem ist das so unterhaltsam, dass ich es auch die anderen beiden Bücher da lesen will. Genauso dick denn wie die Metro-Bücher? Nee, halb so schon dick. Halb so dick. Okay. Ja, also es hat nur, also wenn, ich glaube, die Metro-Bücher haben jeweils so 700 Seiten und das hat so 350. Ja, das ist ja snackable. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich snackable. Ja, ja, das war, das mache ich so mit Metro derzeit. Ja. Bin da auch drin. Ich habe mir eine neue Graphic Novel geholt. Was denn? Und zwar 1984 als Graphic Novel. Ich liebe das Buch, ich liebe den Film von 84. Ich auch. Du hast das Buch auch mehrfach gelesen. Vier oder fünf Mal, ja. Ich auch. Und also, ja, Graphic Novel, ich hab's noch nicht durch. Ich weiß nicht. Ganz gut gezeichnet und sowas, aber. Du bist durch. Nicht ganz durch, okay, nicht ganz durch. Deswegen noch kein abschließendes Urteil, aber es ist so, ich weiß nicht. Hast du dir das anders vorgestellt oder was war das ein bisschen, Problem? Ich hätte mir ein intensiveres Erlebnis erhofft durch diese Graphic Novel, weil Graphic Novel können halt schon mit geilen Bildern richtig gute Atmosphäre schaffen. Auf jeden Fall. Und hier habe ich so ein bisschen, vielleicht, weil der Film für mich schon so visuell stark ist, von 84. Vielleicht habe ich den zu sehr im Kopf. Obwohl der Film ja auch das Buch eigentlich, also ganz anders rangeht als das Buch. Ja. Und auch nur so teilweise Sachen einfach schnell abhakt und dann sich auf andere Sachen komplett konzentriert. Ja. Ach so, hält sich, glaube ich, eher an. Was ist eigentlich 1984? Also, vielleicht sollten wir das erklären für alle Unwissenden. Eine Dystopie aus dem Jahr 1948. 48 war umgedreht, genau, 48. und es geht um eine Stadt in Eurasien, kann man sagen. Ne? Man weiß gar nicht, welche. Das ist eine random Stadt. Genau, es ist die Dystopie. Big Brother kommt daher. Mhm. Und zwar, also der Begriff Big Brother, nicht kommt die Serie. Genau, nicht die Show. Also Slatko und Jürgen Milski spielen in dem Buch die Hauptrolle. und es ist so der Inbegriff von der Staat überwacht seine Bürger und schreibt die Geschichte um. Also auch Leute werden quasi vernichtet. Da werden Zeitungsartikel umgeschrieben von Leuten, damit die vernichtet werden quasi. Also es geht aus den Gedächtnissen so weit, dass sogar eine neue Sprache geschaffen wird, die alles sehr basal erklärt, also sehr runterbricht auf ein paar wenige Worte, damit man auch gar nicht mehr in der Lage ist, etwas gegen den Staat zu sagen, gegen den großen Bruder. Genau, und es sind halt, viele Sachen sind einfach auch verboten und kommen auch so Sachen wie Gedankenpolizei und so etwas auf. Ist gruselig. Es ist der Klassiker der Dystopie, würde ich sagen. Stimmt, zu Fahrenheit, aber ich finde, 84 ist das schon. Die Sache mit 1984 für mich persönlich ist, jedes Mal, wenn ich das Buch aufs Neue lese, bin ich total fasziniert davon, wie sehr mich das so reinzieht. Das ist auch einfach die Art zu schreiben von George Orwell. Das, was ich so, ich finde, man, es liest sich so gut. Ja. Und ich mag's. Ja. Aber der Graphic Novel ist nicht so gut. Ich warte mal ab, bis ich damit, aber bisher hat es mir nie so gepackt, deswegen habe ich vielleicht auch noch nicht weitergelesen. Also, schade. Wenn du durch bist, kannst du es mir auch gerne. Ja, gerne. Also Future und 1984. Beides. Ich habe beim Kaufen halt noch so ein paar andere gesehen im Laden und die interessieren mich. Ich habe so eine ganz dicke Graphic Novel gesehen über Dracula, die sah richtig krass gezeichnet aus, relativ blutig. Und eine Graphic Novel über Stephen Hawking. Oh, spannend. Also, die habe ich auch mal so bei dir. Ich konnte nicht reingucken, war eingeschweißt, aber ich dachte mir so, interessant. Über Stephen Hawking was zu lesen? Ich habe auch eine Graphic Novel gelesen. Über welchen YouTuber? Space Frogs. Ach Gott. Gut. Jonas, willst du noch über irgendetwas sprechen?
was dir auf der Seele liegt. Nö, nächste Folge. Nächste Folge. Das ist doch wundervoll. Dann können wir einfach darauf verweisen, dass wir nächste Woche Freitag 17 Uhr weitermachen mit, während Marius alles runterfallen lässt. Freitag 17 Uhr kommt die nächste Folge von unserem wundervollen Podcast Cinema Talks Back. Wir drei, die gerne mal zu Hause sitzen und einfach nur Serien, Filme gucken oder Comics lesen und Bücher. Wir werden da auch nächste Woche drüber sprechen. Mal schauen, was da das Thema sein wird. Und ich glaube, war das jetzt vorerst das letzte Dune-Video oder kommt da noch mehr? Nee, das ist es erstmal. Es ist jetzt mal gut, ja. Ne? Verdammte. Also wir haben jetzt Dune quasi durchgespielt. Ausgeschlachtet, ja, wirklich. Mehr geht nicht. Aber nächste Woche Dienstag kommt ein total spannendes Video auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Nämlich, was ist eigentlich Steampunk? Geil. Und der Titel wirkt so ein bisschen harmlos, weil man denkt sofort, man weiß, was Steampunk ist. Aber als ich mich auf die Recherche begeben habe, war ich total fasziniert, was man alles rausfindet, wofür Steampunk. Wie viel Steampunk, Sex da drin vorkommt. Nein, überhaupt nicht. Sondern was, wofür Steampunk alles steht und was es eigentlich thematisiert und hat mich total fasziniert. Also checkt das unbedingt aus. Falls ihr auf YouTube zuguckt, dann könnt ihr rechts von uns klicken. Da gibt es nämlich das Video von uns, was passiert eigentlich nach Dune. Oder ihr schaut passend zum Thema das Video unserer Funkkollegen und Kolleginnen von Das schaffst du nie, die 24-Stunden-Challenge durchquere die Wüste. Oh, passend. Passend. Abonniert Cinema Strikes Back auf YouTube, folgt uns auf unseren Social-Media-Accounts auf Instagram unter @CinemaStrikesBack und hört unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.